Hi und herzlich willkommen zurück hier bei Derasin. Und ich möchte mich im Vorfeld schon mal oder am Anfang gleich mal entschuldigen, denn ich habe mich, glaube ich, beim Zuschneiden der Aufnahme unten vom Gameplay habe ich, glaube ich, zu viel weggeschnitten. Man sieht also kaum auch die Hände oder kaum die Schriften, das ist ein bisschen schade. Also ich werde versuchen, das diesmal ein bisschen besser zu machen, liegt aber auch leider bloß daran, dass, wenn ich mit der Elgato aufnehme, die ein bisschen was vom, nicht Gameplay wegnimmt, aber die sind halt nicht in 60:9 auf, das ist ein bisschen blöd, also muss man das schon ein bisschen korrigieren und ich habe es halt leider falsch gemacht, ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. So, und das Ding ist, was ich auch da mitgekriegt habe, mein Spielstand wurde ja nicht wirklich gespeichert, also ich habe jetzt hier einiges nochmal machen müssen, das ging aber Gott sei Dank relativ schnell, wenn man weiß, wo man hin muss. Eine Sache habe ich allerdings noch vergessen, die will ich nochmal ganz kurz machen, warte mal, wo kamen wir denn her? Nee, hier kann man nicht her. Hier war der Typ, das weiß ich noch. Warte, jetzt muss ich, wo kam ich denn her? War das nicht von hier? Irgendwo? Ah, genau. Weil sonst wäre mein Inventar nicht komplett. Kann ich das nochmal nehmen kurz? Warte. Jo, jetzt ist es komplett. Das war nämlich der einzige Schriftzug. Ansonsten, ich habe noch nicht weitergespielt. Also, ich habe aber noch eine Sache entdeckt, wo wir gleich mal hingehen werden. Und zwar war das, glaube ich, hier hinten, wo wir zum Rektor kommen. Da bin ich halt bloß ein bisschen durchgerusht, habe mir ein bisschen was angeguckt. Ja, aber was ich natürlich übersehen habe, oder glaube übersehen zu haben, ist das hier unten. Opa, da. Entschuldigung, immer noch das alte selbe Problem. Und ich kann es nicht nehmen. Das ist blöd. Ich kann den Brief nicht nehmen. Ich wollte auch eigentlich gar nicht zur Tür hier. Ich komme da aber nur so rein. Das ist echt ein bisschen schade. Ah, jetzt kann ich ihn nehmen. Alles klar. Und wie gesagt, ich hoffe, dass ich nicht zu viel abschneide. So, warte kurz lesen. Und ich hoffe auch, weil jetzt gerade Bauarbeiten hier sind, dass man das in der Aufnahme nicht hört. Ansonsten nicht wundern, wenn ich zwischendurch mal stumm bin und das dann rausschneide. Das schriftliche Geständnis eines jungen Mädchens in der Nacht des Sturms, als ich mir das Bein verletzte, sah ich etwas, das ich nicht hätte sehen sollen. Jede Nacht berührt das Wesen im Traum mein Bein, darum heilt es nicht. Darum schmerzt es, Nacht für Nacht für Nacht. Bitte, Herr Rektor, was soll ich tun? In der Nacht des Sturms, als ich mir das Bein verletzte, sah ich etwas, was ich nicht hätte sehen sollen. Ich hoffe mal nicht, dass wir das Wesen sind. Können wir hier rein? Nö. Rektorchen ist abgeschlossen. So, das Ding ist also, wir müssen trotzdem noch weiter auf die Kräutersuche gehen. Zwei haben wir bisher gefunden. Aber ganz ehrlich, wo die anderen sein sollen. Wir haben ja im Brief gelesen, ist ein Mädchen und drei Jungen. Von zwei Jungen haben wir schon. Ist vielleicht oben das Mädchen gemeint? Ich muss mal gucken. Also kann zum Beispiel auch sein, weil ich ja gerade meinte, von wegen hier Bauarbeiten und so. Beziehungsweise, dass die hier im Haus was machen. Kann auch sein, wenn es plötzlich klingelt, dass ich dann die Aufnahme unterbrechen muss. Und mich dann halt wieder reinschneide. Okay, da komme ich nicht hin. Hier komme ich auch nicht hin. Ich muss halt alles noch mal ein bisschen absuchen. Und bei der Katze können wir nicht vorbei. Und sie bewundert immer noch ihren Typen. Und das Ding kann ich zwar nehmen, aber ja, ein gut gepflegter Putzlappen. Das war's aber auch schon. Warte mal kurz. Gut. Alles ist schön sauber. Ja, und sie noch ein paar Fenster öffnen. Das Ding ist, ich konnte den Stock aber auch nicht mitnehmen, ne? Ich konnte ihn zwar. Nein, da liegt er dann wieder hin. Vielleicht kann ich aber. Ah, warte mal kurz. Mit dem Stöckchen noch irgendwas machen. Kann ich das Fenster wieder schließen? Wir gucken mal um die Ecke. Nein. Leider nicht. Na gut. Wir schauen mal weiter. So, ich hoffe, das ist jetzt wieder vorbei. Also wie gesagt, es müsste es gerade zumindest von meiner Tonspur her stumm gewesen sein. Ja, weil das muss ja nicht unbedingt eine Aufnahme sein.
Bei ihr weiß ich nicht, ob sie vielleicht hier drinnen noch irgendwas versteckt hat, weil das könnten wir zum Beispiel auch nehmen. Aber ich kann jetzt auch nichts weiter damit machen. Nö. Oder es ist halt einfach das Mädchen nochmal, wo ich jetzt mal nochmal hochgehen werde. Wir haben ja die Kiste geöffnet, wir konnten da aber auch nichts weiter machen. Warte. Sie hat ein verletztes Bein gehabt. Und ich guck mal ganz kurz. Nein, das war nicht das Inventar. Das war auch nicht das Inventar. Wo war nochmal das Inventar? Ah, hier. Warte mal. Hier auf dem Brief stand doch oben. Jetzt habe ich es falsch genommen. Aber wo muss ich mit dem Schriebs hin? Und da ist ein... Moment, da ist ein Vogel oben. Wir schließen das Inventar mal. Hey, Inventar schließen. Ihr Bein war ja kaputt, aber wir konnten jetzt auch nichts hier irgendwie machen. Warte kurz. Warum können wir den nehmen? Können wir den auch von hier aus nehmen? Entschuldigung, Rosa. Ach, guck mal einer an. Ich komme da aber doch. Nummer 1. Und habe ich jetzt auch 2? Warte. Ich gebe den mal wieder. Inventar. Ha! Wer sagt's denn? Wir haben ja die Kräuter. Ich war bloß zu blöd, in die Kiste reinzugucken. Bevor wir das aber in den Kochtopf schmeißen. Ich weiß nicht, ob ich damit was machen kann. Ob das funktioniert, was ich machen möchte. Aber wir hatten doch draußen unseren... Ja, ob es der Schönling hier der Schule ist, weiß ich nicht. Ich gehe auf jeden Fall nochmal zu ihm hoch. Warte. Vielleicht, weil er hat doch was mit Vögeln gehabt. Deswegen vielleicht... Nein, das war die falsche Taste. Entschuldigung. So, nochmal das Inventar. Können wir hier eben irgendwas... Nö, können wir nicht. Alles klar. Inventar zu. Okay, hier kommen wir wieder runter. So, wo war denn jetzt der Heini mit dem Kochtopf? War der hier... war der hier drüben? Ja. Dann hauen wir mal die letzten Zutaten rein und mal gucken. Ob wir dann hier schon durch sind. So, Nummer Uno. Gönn dir, mein Junge. Und er hat auch noch Kräuter rum. Oh nein, ich kenne diesen Geschmack. Das hast du schon mal erzählt. Und jetzt wollen wir mal hier zum größten Dünnpfiff unseres Lebens einladen. Komm. Ich hab's doch gesagt. Oh, jetzt bin ich sicher. Das sind Julias Kräuter. Okay. So, Julia, warte. Doch, eine Sache habe ich noch nicht gemacht. Heute gibt es Pilzsuppe. Kräuter passen. Ich weiß, das kennen wir schon, aber das habe ich jetzt vergessen beim Nachspielen. Wenn der Geist doch nur heute käme. Ich bin mal gespannt, ob jetzt was Neues kommt. Die Kräuter sollten allmählich duften. Ein zarter, aber frischer Geruch. Es dauert lang genug. Okay. Das Ding ist, oder muss ich hier noch irgendwas machen? Kann ja auch sein, dass ich was vergessen habe. Wir haben viermal Kräuter reingehauen. Oh, Entschuldigung, viermal Kräuter reingehauen. Aha. Vielleicht. Nö. Ein Kessel zum Erhitzen von Wasser. Aber wir können da... Ja gut, wir können ihn einfach bloß hier hinstellen, glaube ich. Aber das war's dann auch. Ach, diese schöne Mikrofonhalterung. Warte mal kurz. Ich liebe es. Warte. Nein. Wir können auch nichts nehmen. Ich meine, es ist schön, dass wir das... Warte mal, können wir einmal um ihn rumgehen und seinem... Kann ich es von hier aus mopsen? Er hat doch noch Kräuter. Ey, du hast... Kräuter hier, Junge. Oh Gott. Warte. Ich will nicht schon wieder gegen Mikrofonhalterung kommen. Und ich habe es natürlich gemacht. Entschuldigung. Na?
Meisterleistung, Julia. So, bitte nicht wundern, also ich hoffe, ich vergesse das in der Nachbereitung auch nicht wirklich rauszuschneiden. Ansonsten, wenn ich den Arm immer so hebe, wird gebohrt. So, aber ob das Sinn und Zweck von dir war, weil ich habe jetzt gedacht, der wäre tot und der kriegt jetzt wirklich einen schönen Einlauf. Aber mal gucken. Ja? Wird Lawrence wieder gesund? Das hatte ich nicht erwartet. Er wirkte immer so robust. Na toll, hast du ja schön gemacht. Und ich glaube, es ist Zeit. Warte kurz, wie war das nochmal? Ach, diese Steuerung. Ja, ich glaube, es ist Zeit weiterzuziehen, oder? Ja. Spiel wird gespeichert. Pass auf, bevor ich zur nächsten Episode, ich weiß, ich bin wieder sehr, sehr professionell. Wir haben ja gerade mal 10 Minuten. Na klar, weiter geht's. Wollen ja wissen, was wir noch so machen müssen. Also ich könnte mir auch jetzt vorstellen, also, ja, willkommen im Ladebildschirm. Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass wir von, oh Gott, wie hieß sie denn? Die Kleine oben auf dem Dachboden, dass wir ihr Bein wieder heile machen müssen. Aber wie? Aber wir haben ja einen Hinweis, mehr oder weniger. Also ich denke trotzdem, dass das immer noch der Schönling ist. Ich weiß leider nicht seinen richtigen Namen, deswegen nenne ich ihn einfach so. Also schon mal sorry dafür. Ja, 22. Oktober, 13 Uhr. Wenn ein Geist zu Besuch war, ist es üblich, ihm einen Stuhl hinzustellen. Wenn dem Geist dieser Sitzplatz gut gefällt, wird er für eine sehr lange Zeit bleiben. Warum fragen wir nicht alle, wo sie den Stuhl hinstellen würden? Alle überlegen sich einen Platz, schreiben ihn auf und wir sammeln dann einfach alle Ideen. Echt? Ich weiß nicht, was das für ein Internat ist, aber irgendwie ist mir das ein bisschen zu lieb und fromm und so, weißt du? Ah! Ah! Okay. Oh nein. Ich hoffe, ich muss hier nicht schnell spielen. Was ist denn hier passiert? Mir geht's nicht gut. Nein! Nicht sterben, Herman. Was? Alter, was hat die hier für Drogen reingehauen? Ohne Witz. Fräulein. Was hast du hier für Drogen reingeknallt? Das geht nicht. Es ist viel zu bitter. Rosa, Sie müssen das nicht essen. Lawrence macht das schon. Okay, ich nehme das mit dem Lieb und Fromm echt zurück, weil das ist ja ein Teufelsinternat, wenn die hier übelste Drogen da reinknallen. Also, ich bitte dich. Okay. Ach so, Alter, ich wollte gerade sagen, was ist das für ein alter Rektor, aber das ist ja bloß er hier. Warte. Kadaver von No, der Maus, der von ruhiger Hand vorsichtig mit Lasur überzogen wurde. Die Kehle ist gewölbt. No scheint gestorben zu sein. Wollte er etwas viel zu Großes schlucken wollen? Okay. Aber er hat mir nichts zu sagen, ne? Leider nicht. Können wir hier hoch? Thank you.
Höret, Kinder des Lebens. Nein, das fangen wir gar nicht erst an. Ich bin nicht so ein guter Redner, dass ich jetzt hier irgendwas machen müsste, aber wir können ja spaßeshalber mal. Hier sehen Sie sich zunächst gut um. Ja, toll. Danke für den Tipp. Aber was denn? Warte mal, ich gehe mal zurück zur Suppe. Nein, die Suppe ist ja gar nicht mehr da. Schade. Wir sollten vielleicht Julia finden. Oh, erstmal. Hä? Oh. Warte, warte. Erstmal richtig rankommen. So, was haben wir denn hier? Notiz über die Kinder. In zarter Schrift. Lorraine. Was? Nee. Ach, Lawrence, Entschuldigung. Der große ältere Junge. Hermann liebt seinen Hut. Maria fließt. Okay, unser Inventar ist wieder leer. Und es wurde wieder gebohrt. Ah. Und das war's. Unsere Geistertafel ist jetzt fertig. Jetzt braucht der Geist einen Platz zum Sitzen. Wer hätte gedacht, dass wir uns mit einem Geist anfreunden? Ja. Okay. Also kann ich damit die Leute überzeugen, dass ich da bin? Oh mein Gott. Wir gucken mal erstmal, was er hat. Er hat ein Buch. Was haben wir denn hier? Die Geschichte der Abenteuer eines jungen Mannes, in der auch die Verhaltensweisen und Lebensräume verschiedener Tiere beschrieben werden. Ich weiß, ich werde in den Wald gehen. Dort werde ich bestimmt Leben finden, Kreaturen groß und klein und jede von ihnen ein Schauspiel der Geheimnisse des Lebens. Ja, der Wald, der voller Leben ist. Ja, da kommen mir sofort Hänsel und Gretel irgendwie in den Sinn, warum auch immer. Was machst du hier, junge Dame? Oh. Warte. Hallo? Hab sie! Hast du nicht. Tja, das war wohl nichts. Wie soll der Rektor jetzt den Geist treffen? Wenn mein Bein besser wäre, hätte es geklappt. Da seid ihr mal nicht so sicher, aber... Habe ich jetzt eine Entscheidung getroffen, die ich hätte gar nicht treffen wollen? Ein Katzenspielzeug aus Gras. Tja, die schwarze Katze spielt gern mit, ich weiß, Julia, wenn sie diesen Spielzeug holt. Gott. Warte mal, ist es schon wieder Zeit? Ach so, suchen den Rektor auf. Okay, machen wir. Aber ich dachte, ich krieg noch hier irgendwie ein bisschen, Energy? Na gut. So, das war wieder das obligatorische, ich muss das wegschneiden. Ich hoffe, ich vergesse das nicht, das wäre sonst so scheiße. Enthält keine Zeit. Lebensdringend, das ist... Ich müsste doch mal was finden, um das wirklich aufzuladen. So, wir gucken mal ganz kurz. Aber wir können es der Katze nicht geben, wir kommen nicht genug, nah genug ran. Oder ich würde das mal in den Inventar wegpacken. Ja, ist ja in Ordnung. Kann ich mich vielleicht von der anderen Seite aus ranschleichen? Oh. Ein Zettel, auf dem der gewünschte Standort für den Stuhl des Geistes notiert werden soll. Dieser hier ist jedoch noch leer. Oh, er ist leer. Das muss Nils Zettel sein. Er kann wohl nicht vergessen, was passiert ist. Foyer der oberen Etage, Eingang, Flussgebiet. Auf dem Baum im inneren Garten, Klassenzimmer 2, okay. Ach so, Platz für den Geisterstuhl. Okay.